Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute eine, passt mal auf, wo ist sie denn? Eine 8x4 Variante. Was ist das? Schwerlast, richtig. Für unsere Schwerlast-Profis. Grüße gehen raus an Kai als Beispiel und seinen Bruder. Die sind ja die Schwerlast-Profis hier und wie schon gesagt, haben wir hier dieses Schwerlast-Add-on, nenne ich es jetzt mal, auch in der Eurocap-Variante. Ich muss mal gucken, ob es auch in der Euro. Nee, in der Eurocap-Variante gibt es nicht. Also sie gibt es wirklich nur in der Sleeper-Variante, was aber nicht schlimm ist. Und da wollen wir mal gucken. Es gibt auch hier diese 530, aber da wurde es hier nochmal abgeändert, hier mit 35. Ne? Also warte mal hier. Genau, dieses Batches wurde nochmal abgeändert. In dem Fall, bei dieser Variante mit diesem Add-on auf 35 Tonnen und 530 PS. 35 Tonnen Zuglast, ne? So ist es, ne? Irgendwie so von der Beschreibung her. Getriebe, ja, müsst ihr euch halt dann das passende raussuchen. Interieur haben wir hier Standard und das Standard 2. Das bleibt aber alles gleich. Skins sind hier keine dabei, außer die, die wir schon kennen. Und dann gucken wir mal, was ist uns noch mit dabei. Die Tröten, glaube ich, sind klar. Man muss ein bisschen durchstöbern hier, ob es irgendwas anderes gibt. Original. Dann was haben wir hier noch? Eine Trittplatte. Trittplatte ist immer gut. Auspuff ist auch klar. Dann haben wir hier noch die Bleiben. Schauen wir, ob wir nichts irgendwas vergessen haben oder übersehen haben, was hier noch mit dazugehört. Ansonsten haben wir hier oben noch die ganzen Parts. Das sind die Slots, aber die tun jetzt hier mal nichts zur Sache. Warte mal, lackiert. Grau. Schwarz, hochwertig. Ah ja, genau, da haben wir hier vorne nämlich noch die, das gehört auch noch mit dazu, diese Frontschürze. Ich lasse jetzt auch mal so schwarz, weil die hier besser ist, einfach passt besser dazu. Dann kann man natürlich hier vorne diese Lampen nicht hinzufügen, das ist klar, das ist ja das Originale vom Mod übrigens, mit den Lampen und mit den Schmutzlappen. Aber die gehen dann natürlich hier nicht in dieser Schwerlastoption, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Ne, ist nicht schlimm. Genau, ansonsten Mercedes-Logo. Original, das bleibt dann hier alles gleich, aber das ist auf alle Fälle hier mal dazugekommen, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ansonsten, glaube ich, gibt es hier gar nicht mehr bei diesem Mod. So, wir starten mal los mit unserer neuen Motorisierung hier. Aber das sieht auf alle Fälle schon mal ganz, wo sind wir denn hier? Ach, das ist immer richtig cool aus, oder? Mit den ganzen Anbauten jetzt hier mit dem 8x4. Da geht jetzt was, oder? Der Sound dazu passt ja, ne? Der passt ja wie die Faust aufs Auge. Da kann man jetzt hier schön mit dem V8 durch die Gegend heizen und fette Schwerlasttouren fahren. Ah, das sieht schon richtig gut aus, oder? Geil. Das rockt. SK, schwere Klasse. Das passt ja hier bei dem 8x4 wie die Faust aufs Auge. Also das sieht schon richtig, richtig schick aus. Tja, dann nehmen wir uns mal einen schicken Trailer jetzt dazu. So, wir schüsseln mal los mit 36 Tonnen. Trailerkabel funktioniert auch hier. Die Lenkachse, die zweite, die lenkt auch schön mit. Das ist gut so, die kann man gut gebrauchen. Ah, das sieht richtig gut aus, oder? Das ist eine Bude hier. Also das ist schon mal was Feines hier, ne? Guck mal hier. Puff. Schön ausholen hier mit dem SK. Also da kriegst du richtig Lust und Laune hier mit dem SK. Heavy Add-on. 8x4 mal eine Runde zu fahren. Ne? Also das macht richtig Laune. Er braucht ein Stück. Aber okay. Was mir aber aufgefallen ist hier, ich sehe dann anhand des Blinkers, dass wir hier noch einen kleinen Error haben. Also muss noch gefixt werden. Warten wir mal die anderen Blinker. Der geht, der rechte. Aber der linke, seht ihr? Kann schon mal passieren, da hier in diesem in dieser Sleeper-Variante auch diese Exklusiv-Edition mit dabei ist, dass es halt nicht ganz kompatibel ist. Ne? Also sieht er selber mit dem Link, aber gut, das ist jetzt hier was Kleines, das wo man sagen kann, okay, da kann ich drüber schauen, das ist mir ja wurscht, das interessiert mich nicht, da ist es nicht so schlimm. Aber ansonsten sieht es richtig gut aus. Wahnsinn, was für eine Kiste. Und ich finde es auch immer wieder geil, dass die Autoren sich immer was Neues einfallen lassen für den SK. Denn es ist halt einfach so ein LKW, der einfach, weiß ich nicht, der wird immer leben. Der wird immer leben, egal was du machst. Der wird immer da sein.
auf den Straßen. Ich habe letztens wieder einen gesehen, Baustellenfahrzeug. Die laufen einfach, die Kisten. Die sind, die machst du nicht kaputt. Die gehen nicht kaputt. Kannst du machen, was du willst. Machst du deinen Ölservice und was alles so dazugehört. Und dann laufen die Kisten, weiß ich nicht, 10 Millionen Kilometer. Und der zieht ja wirklich gut durch hier. Kann man echt nicht meckern. Toller Mod. Da schon mal vielen Dank und großes Lob an den Autor hier für diesen echt coolen Mod. Macht echt Spaß damit, hier 36 Tonnen im Heimfall rumzuschüsseln. Wir werden das auf alle Fälle im nächsten Livestream dann machen mit dem LKW hier. Ne? Da werden wir fett Schwerlast fahren. Das macht auf alle Fälle Laune. Habt ihr noch Fragen zu dem Mod? Dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier oder nur hier, weil aus dem STS-Forum ist er nicht. Schade eigentlich. Aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Ne? Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen da. Nicht nur für mich, sondern auch für den Autor. Da würde er sich drüber freuen. Und dann wünsche ich euch wie immer allzeit gute Fahrt. Kurve gucken. Geht schon. Ansonsten wie immer allzeit gute Fahrt. Macht's gut. Bis bald und adios.